sollte. Das mit dem August tut mir wirklich leid, Herr Senft. Wenn noch mal so beschimpfen wird, früh lasse ich mich nicht von Ihnen. Die Vitamintabletten von mir aus nehme ich zurück, okay? Es geht nicht um den August. Aha. Es geht um Inder. Was machen Sie da, Herr Senft? Ihnen seine Wunde zeigen. Und was soll ich jetzt Ihrer Meinung nach tun? Der Mann gehört ins Spital. Er kann nicht ins Spital. Deswegen sind wir ja hier. Herr Senft, ich bin Tierärztin. Er braucht nur eine anständige Wundresektion und etwas gegen die Entzündung. Ich darf den nicht mal anschauen, ohne dass ich mich strafbar mache. Na, dann gibt's halt mir die Sachen. Ich kann das ja selbst. Ich war Sanitäter. Ja, dann wissen Sie aber sicher auch, was ein anaphylaktischer Schock ist, ja? Mach mir doch nicht mitschuldig, wenn Sie ihm zur falschen Zeit die falschen Sachen spritzen. Der Mann muss ins Spital, sonst ist das Bein noch sein geringstes Problem. Das ist alles, was ich habe. 70. 75. So, das glaube ich jetzt aber nicht, Herr Senft. Wo sind die 20 Euro? Wo die 20 Euro sind? Das ist doch bitte jetzt nicht Ihr Ernst, Herr Senft. So gehst du mit Geld um. Ja, nehmen Sie. Sie haben mich nicht richtig verstanden, Herr Senf. Ich gehe. Ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden, Frau Doktor. Er bleibt da. Und jetzt geben Sie mir endlich diese verfluchten Medikamente. Herr Senf, lassen Sie mich bitte los. Lassen Sie mich los. Herr Senf, Sie tun sich noch selber weh. So, Sie fahren jetzt aber nicht in Ohnmacht. Hallo, Herr Senf. Herr Senf, da bleiben. Hallo, kommen Sie. Kommen Sie. Jetzt setzen wir uns kurz hin, ja? Ganz langsam. Kommen Sie. So, ganz langsam. So. Da haben wir was. Bitte. Geht schon. So ist brav. Ja?